Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir heute ganz spontan überlegt, wir machen heute einfach mal, weil Dortmund ja am Wochenende spielt, das große Duell Dortmund gegen Schalke, das große Derby. Ich bin aber echt gespannt, ich weiß, wen soll ich da nehmen? Die haben halt beide 82. Wen soll ich da nehmen? Ja gut, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen da jetzt Dortmund. Ich habe dieses Liga-Duell-Dinger noch nie gespielt. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob ich dann auch danach nochmal Schalke nehmen kann. Und wieso findet der jetzt keinen anderen Spieler? Also ich habe es schon mal gespielt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Dann nehmen wir halt Schalke. Ja. Niemand will halt Schalke spielen, weil man weiß ja aktuell, was mit Schalke los ist. Und ja. Hab ich jetzt einfach mal Schalke genommen. Es ist sozusagen ein Orakel. Wenn ich das öfter machen soll, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, lasst ein Like, Abo oder wenn es euch gefällt. Ist das jetzt 1 gegen 1? Ja, ne? Uiuiui. Na, das kann ja mal was werden. Ich verliere doch bestimmt. Ja, okay. Ich habe ganz leichte Legs. Ui, Mini. Ui, der. Serda. Nein, wo schießt dein Bentaleb hin? Und die Schalke haben halt auch ein Tempo da. Den ihren rein. Chipka. Bellingham. Gut. Serda. Nein, Serda verliert den Ball. Was ein Hund. Ujemine, jetzt ist die Außenbahn frei, aber Kabak, der zu Liverpool gewechselt ist, holt ihn sich wieder. Bellingham gegen Schöpf. Ujemine, was war, wer war das? Keine Ahnung. Irgendjemand mit G. Ich kenne halt den Dortmunder Kader nicht ganz so genau. Mit G. Keine Ahnung, Nastasic jetzt auf Bentaleb. Bentaleb auf Paciencia. Boah, Alter. Chan hat Körper, Alter. Ja, da ist aber niemand frei. Ja, wow, Alter, ihr müsst euch schon frei spielen, ihr Honks. Wenn ich schon zu euch passen muss, müsst ihr euch auch frei spielen. Ich kann ja nicht einfach, wo ich möchte, hinspielen. Und dann in der Hoffnung, dass ihr den Ball gewinnt. Jetzt komm. Paciencia! Mann, Alter. Es wäre halt langweilig, wenn es nur 0 ausgehen würde. Aber es würde halt dazu sprechen, Dortmund ist aktuell nicht in Form. Schalke ist nicht nur diese Saison nicht in Form, aber Schalke geht 1-0 in Führung. Läuft, würde ich mal sagen. Läuft, läuft. 1-0 Führung für Schalke. Wie gesagt, wenn ich danach nochmal mit dem BVB spielen kann, dann werde ich das auch nochmal versuchen. Aber es ging halt nicht. Ich habe jetzt 3 Minuten gewartet, bis ich, wo ich BVB gewählt habe, ein Spiel gefunden habe. Darum, habe ich lieber, Schalke genommen. Ich bin kein Schalke-Fan, ich bin auch kein Dortmund-Fan, falls das jetzt jemand sich in den Kommentaren fragt. Darum hat mir das eigentlich relativ egal, was ich hier so nehme. Bentaleb jetzt. Ja, Paciencia. Oh, aber Paciencia bleibt nochmal im Ballbesitz kurz. Ach, Rafael Guerrero war das an der Seitenlinie mit G. Der war so schnell, den konnte ich nicht mal den Namen vorhin lesen. Suazerda. Jawohl, und jetzt Lauf. Gegen Hummels. Hummels! Seinen Ex-Verein gefällt mir schon viel besser. Oh, das ist... Oh Gott, das war Sancho.
Sancho, wenn der Sancho einmal durch ist, dann ist der ja auf und davon hier. Der ist nämlich rasend schnell. Jetzt, ah nee, Paciencia. Jetzt Paciencia auf der linken Seite. Mit dem Angriff gegen Emre Can. Ah, ich einfach mal drauf schießen, wie es Augsburg getan hat letztes Wochenende. Oder nee, vorletztes war das schon. Ja, vorletztes. Einfach mal drauf schießen, wird schon irgendwie ein Tor. Dortmund braucht aber dringend einen neuen Torhüter. Birki ist ja angeblich verletzt, aber ich frage mich, wenn der verletzt ist, wieso sitzt der dann auf der Bank? Also ich glaube, der war die letzten Spiele alle auf der Bank. Also ein Spiel war auf jeden Fall auf der Bank, das weiß ich, aber wieso setze ich den dann auf die Bank, wenn er verletzt ist? Hat Dortmund keinen anderen Torhüter oder was? Also keinen anderen Ersatz. Scheiße. Nein. Ja, dann jubel halt nicht so, Alter. Ach komm. Ich habe mich schon gefreut, dass ich mit Schalke gegen Dortmund gewinne. Ja gut, nichts war's. Nichts war's. Niente was in der Munchka. Schade auf jeden Fall. So. Nein. Vielleicht gibt's ja Verlängerung, auch wenn das nicht gerade realistisch wäre, aber für EA würde das schon wieder passen. EA schaut ja keine Bundesliga, das wissen wir alle. Nein. Der ist glaube ich nicht rein. Der ist glaube ich nicht rein. Ich glaube zumindest nicht. Kann ich jetzt noch Dortmund spielen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ja, und dann warten wir halt mal ein bisschen. Oida. Ich habe nicht den ganzen Tag hier Zeit. Ich warte jetzt noch 2 Minuten. Ja, 2 Minuten sind vorbei. Ja, ich kann nichts machen. Wenn keine andere Schalke spielen möchte, kann ich nicht fairerweise gegen Dortmund auch spielen, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Ja. Kann man nichts machen, würde ich mal sagen. Drum werde ich jetzt noch mal ein bisschen im Mondneuer Event spielen. Weil sonst wäre ja das Video viel zu kurz. Sonst hätte ich ja nichts, was ich euch präsentieren kann. Ne? You know what I mean? Sonst wäre das Video viel zu kurz. Wer steht denn da im Tor? Gregor Kobel oder was? Den haben die aber in FIFA Mobile auch schlecht hinbekommen. Als ob der einfach um die Latte geht. Oh ja. Jetzt aber ja, Mann. Sehr schön. Dann können wir ja sogar ein Pack-Opening machen. Komm, wir machen ein Pack-Opening. Roter Umschlag. 16, wie viel sind es? 3 mal 2, 4, 6, 10. Das heißt 30. Alles können wir nicht öffnen, aber ein bisschen was. Mal schauen. Gibt ja auch manchmal gut Münzen. Heute zwar nicht, aber egal. Was haben wir hier jetzt? Nur 888 Münzen. Komm, ey. Ich lache mich tot, wenn das jetzt da wieder ist. Nee. Weil so hatte ich da unten immer das vorletzte, immer die Münzen. Was halt auch ein bisschen langweilig wäre. Von EA, wenn die immer das gleiche verstecken. Aber irgendwas Gutes muss ich doch ziehen hier. Und ich immer nur diese 888 Münzen. Junge, ich habe 16 Mal darf ich aufmachen. 16 so Umschläge, ja, 8000. Zumindest ein bisschen mehr. Gut, dann haben wir wieder 888. So, was kommt da? Ja, den Torwart hier, den 83er Vugovic. Ja, gut. Hoffentlich kann man den gut verkaufen. Jawohl, 888 Münzen. Nein, noch nicht. Hier oben nochmal irgendeins. Gut. Oh, noch
die goldene Mitte von ganz oben. 88. Ja gut, dann würde ich mal sagen, soll es das mit dem Video auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.